vor den Sünden solltest du Furcht haben. Als was? Als Schutz, damit du gar nicht erst sündigst. Das entsteht aber nicht einfach so. Das ist ein Prozess des Denkens. Das heißt, du musst dir aneignen, und das braucht hartes Training. Das ist nicht einfach, okay, ich habe einen Vortrag gehört, Assalamu alaikum. Sondern das musst du dir aneignen, das musst du trainieren. Und das dauert, aber es ist nicht unmöglich. Vor der Sünde mehr Furcht. Du warst benommen, du hast keine Furcht gehabt vor der Sünde. Die Furcht nachholen, aber dann, wenn du sagst, ja Rabbi, ich habe jetzt die Furcht nachgeholt, diese Therapie, ja Rabbi, es tut mir leid. Jetzt Hoffnung, ja Rabbi, so wie du Adam vergeben hast und so wie du ihn wieder zurückgenommen hast ins Paradies, so nimm mich wieder zurück, ja Rabbi al-Alamin. Ja Rabbi, so wie du alle Sünden tilgst, so tilge auch meine Sünden. Ja Rabbi, du bist der Großzügige. Jetzt geht's los. Du schwimmst, dein Herz schwimmt im Meer der Hoffnung. Und wie sieht's aus beim Tod? So geht dein Leben. Furcht, Hoffnung, Furcht, Hoffnung, Furcht, Hoffnung, Furcht, Hoffnung. Wie ein Vogel, der flattert und flattert und flattert mit beiden Flügeln. Wenn dieser Flug nun aufhört, und der Vogel Rast macht, sich hinlegt, weil es sein letzter Moment ist, dann überwiegt die Hoffnung. Ja Rabbi, nun bin ich hier. Das sind meine letzten Atemzüge, ja Rabbi. Ich habe versucht, das Leben auf beste Art und Weise zu leben. Ich gebe all meine Sünden zu, ja Rabbi. Ich gestehe all meine Vergehen, ja Rabbi. Aber ich sage, La ilaha illallah. So nimm meine Seele und lass mich ins Paradies eintreten. Möge Allah uns erlauben, das Glaubensbekenntnis mit unseren letzten Atemzügen aufzusagen.